Ja, Fanol, meistens kommst du ja nach Niederlagen oder diese Saison hast du oft nach schlechten Spielen Rede und Antwort gestanden. Heute mal nach einem 5-0-Sieg. Was ist momentan mit der Mannschaft los, dass wir so erfolgreich spielen? Ja, es ist einfach, wenn man halt Selbstbewusstsein hat und auch mal ein Erfolgserlebnis, dann macht das mit einem was. Und wir haben jetzt gegen Stuttgart letzte Woche haben wir ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht, verdient auch 8-1 gewonnen. Mhm. Hätte auch höher ausgehen können, ja okay, ist egal. Und heute haben wir einfach das fortgesetzt, was wir letzte Woche gemacht haben. Wir haben gut Fußball gespielt, wir haben kombiniert, wir sind drauf geblieben, wir sind früh in Führung gegangen, haben nachgelegt, haben das 3-0 gemacht. Und dann haben wir halt unser Spiel gemacht, geduldig spielen, ruhig spielen, den Ballbesitz schätzen und dann entstehen auch die Lücken und das haben wir auch in der zweiten Halbzeit gut gemacht. Wir hätten vielleicht noch zwei machen können, und dann hätte es höher ausgehen können und wir standen auch gut. Wir sind auch gegen den Ball gut gewesen heute und dass alles jetzt nicht perfekt ist, ist normal. Da sind immer Kleinigkeiten, aber die kommen auch noch und ich bin stolz auf die Jungs, was wir jetzt die letzten zwei Wochen geliefert haben. Wir müssen jetzt weiter dranbleiben, weiter arbeiten, nicht ausruhen und harte Arbeit wird irgendwann belohnt und jetzt für uns schon. Wir müssen einfach weiterarbeiten und in der Anfang der Saison kam oft Kritik auf, dass wir keine Tore schießen. Jetzt haben die letzten beiden Spiele unsere Stürmer brutal getroffen. Tut das einfach auch der Mannschaftsseele gut? Ja, natürlich, das tut allen gut. Das, also wie gesagt, Hauptsache wir gewinnen die Spiele, egal wer trifft. Natürlich freut es mich für die Stürmer, dass sie ihre Tore machen. Und klar, am Anfang der Saison lief es nicht so gut. Klar, wir waren auch enttäuscht, nicht zufrieden. Aber die Saison ist ja lang und trotzdem... Die Fans glauben an uns, der Verein glaubt an uns, wir glauben an uns und deswegen irgendwann wird mal der Bann gebrochen und jetzt ist er und jetzt müssen wir einfach eine Serie starten und einfach weiter hart arbeiten und dann wird man immer belohnt. Danke dir, Fanol. Vielen Dank. Ja, Gretsche, 5-0 gegen Astoria Waldorf. Wie gut tut es als Torwart, dass hinten die Null steht? Ich glaube, sehr, sehr gut auf jeden Fall. Besser als letzte Woche mit dem Eingegentor. Ihr habt auch heute wieder nicht viel zugelassen. Nach vorne haben wir, glaube ich, waren wir bis zur letzten Minute gierig. Was habt ihr die letzten anderthalb Wochen gemacht, dass wir jetzt torreich den Bock umgestoßen haben? Ja, ich glaube, die ersten Spiele mussten wir uns noch finden. Jetzt haben wir uns gefunden und jetzt funktionieren die Mechanismen. Wir wissen, was wir wollen. Und das haben wir super umgesetzt, jetzt die letzten zwei Spiele und jetzt geht es genauso weiter. Jetzt geht es nächste Woche Richtung Freiberg oder gegen Freiberg. Das ist dann auch nochmal eine Spitzenmannschaft. Wir werden jetzt ja nicht jedes Spiel so hoch gewinnen. Was macht ihr in der Mannschaft dafür, dass wir vom Kopf her nicht abheben, dass wir geerdet bleiben? Ja, ich glaube, der Saisonstart hat es ganz klar gezeigt, zu was auch die Gegner hier in der Lage sind in der Liga und deswegen unterschätzen wir auf gar keinen Fall irgendeinen Gegner hier und nehmen jedes Spiel ernst. Tom, ich freue mich auf viele zu Null Spiele. Ich auch. Hast auch heute, glaube ich, die drei Situationen gut reagiert, gut gehalten. Danke dir. Dankeschön. Ja, Danny, vor anderthalb Wochen haben wir bei der PK gesessen, da gab es dann Kritik, Standards funktionieren nicht, die Stürmer treffen nicht. Die letzten beiden Spiele haben sie getroffen. Was hast du in den anderthalb Wochen gemacht? Was ist das Geheimnis? Ich könnte jetzt irgendwas mir zusammenlügen, aber nichts anders gemacht. Wir haben genauso weiter trainiert, genauso weiter dran geblieben, die Jungs Mut zugesprochen, weil wir haben gesehen, was sie dann auch im Training abgeliefert haben. Und dann ist es so im Fußball, manchmal ist es dann unerklärlich, ja, dann platzt der Knoten. Aber wenn der Knoten platzt, ist es für mich so eine einmalige Sache. Ich habe lieber einen langfristigen Trend. Der hat jetzt die letzten drei, vier Wochen absolut gestimmt. Jetzt kommen ja auch die Ergebnisse dazu. Und von dem her bin ich absolut zufrieden. Wir haben auch, glaube ich, heute alles im Griff gehabt, wenig zugelassen, vorne die Tore gemacht. Woher nimmt die Mannschaft die Gier, dass wir bis zur 90. Minute eigentlich ja noch probieren, das Sechste nachzulegen? Das war ja auch in Stuttgart schon so, dass wir immer auf das nächste Tor gehen. Ist das dann einfach dem Flow geschuldet? Ja, der Kopf bedeutet im Fußball unglaublich viel. Die Jungs haben schwierige Wochen in der Anfangsphase hinter sich gehabt. Deshalb freut einen das auch als Fußballer, wenn man dann in so einen Flow reinkommt, dass einfach Dinge funktionieren, dass auch vielleicht die erste, zweite Chance drin ist. Ja, und dann spielt man mit einem anderen Selbstverständnis. Und von dem her geht es jetzt so lange wie möglich, mit diesem Selbstverständnis weiterzuspielen.
Und ich gönne es den Jungs, weil sie wirklich viel dafür tun, dass wir jetzt die Kurve bekommen haben. Und mehr gibt es dann auch nicht zu sagen. Also Fußball ist dann manchmal nicht so erklärbar, wie wir es uns alle wünschen. Vielleicht zum Abschluss noch einen kleinen Wermutstropfen hatten wir. Du musstest nach 15 Minuten Philipp Hoffmann runternehmen. Hast du, also Diagnosen noch nicht, aber was war der Grund? Ja, er hat, glaube ich, bei einer Flanke hat es im Gesäß oder im Knie hat er irgendwas gespürt. Kurios dann, dass er dann während dieser Phase, als wir auswechseln wollten, dann das 2-0 macht. Und dann wollten wir einfach kein Risiko mehr gehen. Er hat aber selber gesagt, das macht keinen Sinn mehr. Und von dem her, wir haben so viele Jungs auf der Bank, die auch mit den Hufen scharren, die auch die Qualität haben, von Anfang an zu spielen. Von dem her hat Gecki seine Chance bekommen, hat auch das sehr gut gemacht, hat leider das Tor nicht gemacht. Aber von dem her, alles gut. Danke dir, Danny. Gerne.